Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Jetzt habe ich Felsbrunn hieß die Map. So, wir wollten schnell noch den Drescher abtanken und dann wollten wir das erste Korn mal zur Abladestation bringen und gucken, wie viel Prozente uns das bringt für unsere Mission. Ihr wisst es vielleicht, in der letzten Folge haben wir eine Mission angefangen, um ein bisschen Geld zu kriegen und das Feld ein bisschen günstiger zu kriegen, dass wir es, wenn wir es doch bald kaufen werden. So, den können wir schon mal starten. Können wir den ausmachen oder muss da das im Überladen an sein? Den können wir ausmachen. Wie voll ist er denn? Ja, ein bisschen passt noch rein. Ach komm, dann machen wir das so. Zack, schließen. Ich mache mal an. An, sehr schön. Dann schmeißen wir hier mal kurz. Ach, das müssen wir noch mal kurz hier wegmachen, ne? Mist, Mist, Mist. Ach, das kleine Stück können wir kurz mal lassen. So, kommen wir auf hier. Liebe Leute. Dann werfen wir hier jetzt mal kurz den Helfer an. Vielleicht kriegt das ja hin. Du bist auch schon fast fertig. Dich muss ich auch noch mal kurz anschmeißen. Gut, du hast die Aufgabe erledigt. Ah, machen wir dich auch gleich. So, dich bringen wir jetzt auf jeden Fall erstmal schnell weg. Und ich glaube, wir mussten hier lang. Mensch, so viele Sachen, die wir erledigen müssen. Der ist fertig, der ist fast fertig. Ah, da komm. Du fährst jetzt erstmal hier lang. Fahren wir mal ein bisschen Innenansicht. Ich muss mal kurz die Karte öffnen, weil ich mich hier noch nicht so gut auskenne. Da unten blinkt es auf jeden Fall. Da können wir fast hier lang fahren, ne? Eine Abkürzung? Ist das eine Abkürzung? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist, weil wir fahren hier steil bergauf. Oder? Doch, das könnte. Wir gucken mal kurz auf der Karte, mal kurz groß. Boah. Ich glaube, das war keine Abkürzung. Wir nehmen, glaube ich, den anderen Weg lieber. Ich glaube, das ist einfach so ein Weg durchs Gebirge. Da müssen wir mal gucken. Einmal drehen und wenden. Und dann wollen wir mal. Dann fahren wir doch lieber hier lang. So, Leute. Und dann fahren wir jetzt mal zur Bahnhofsmühle, glaube ich, war das, wo wir hinfahren müssen. Und dann gucken wir mal. Oh, hier müssen wir rein. Fahren wir zur Bahnhofsmühle und gucken mal, wie viel Prozent das bringt, wenn wir den Weizen da hinbringen. Da bin ich sehr gespannt. Ich mach mal. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, der Sound von den Autos ist ein kleines bisschen leise. Wir können mal kurz. Fahrzeugsound. Hört man den jetzt besser? Ein kleines bisschen, ein bisschen können wir noch. So müsstet ihr ihn jetzt besser hören, glaube ich, den Fahrzeugsound, oder? Vielleicht ist er auch ein kleines bisschen zu laut. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, jetzt ist er ein kleines bisschen zu laut. Müssen wir nochmal. So. Ich glaube, so ist es perfekt. Ist nicht zu laut, aber man hört es ein bisschen. Was ist denn da? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kenne mich hier noch so wenig aus auf der Karte. Das ist bestimmt, wo man Tiere kaufen kann. Das sieht sehr nach Tierhandel aus. Da müssen wir uns mal auf jeden Fall, wenn wir irgendwann Tiere kaufen, was vielleicht bald ist, man weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Oh, da vorne müssen wir hin. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Ich glaube, wir müssen da hoch. Ah, ne, das ist für den Zug. Da oben kommt der Zug lang. Ah, da vorne können wir rein. Hier vorne fahren wir rein. So, rein mit dir. Dann gucken wir mal, wo die Verkaufsstelle ist. So. Guten Tag, guten Tag.
Hier ist noch ein kleines Dorf. So, und irgendwo, wir gehen mal kurz auf die Ansicht. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen zu laut für euch. So, müssen wir hier lang? Ich glaube, wir können hier lang. Weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall da hinten blinkt es. Vielleicht müssen wir hier lang fahren. Ja, das sieht mir so aus wie ein Weg. So, guten Tag. Wir sollen hier was abliefern. Genau an der Stelle, glaube ich. So, Leute, dann gucken wir gleich mal, wie viel Prozent wir haben. Mission 29%. Ah, hier geht ein Weg runter. 29%. Kippen wir mal den Weizen ab. So. Das hat 6% gebracht. Okay. Jetzt sind wir bei 27%, wurde auf Feld 1 transportiert. Okay. Okay, das ist ein bisschen weniger, als was ich gedacht habe. Aber hier können wir auf jeden Fall nächstes Mal gleich hochfahren. So, also liebe Leute, müssen wir noch ein bisschen ackern. 36% sind wir jetzt. Dann fahren wir den schnell dahin. Den fahren wir schnell zurück. Dann werden wir schnell, würde ich sagen, unser Feld schnell fertig pflügen. Dann lassen wir den Helfer doch bisschen dreschen, weil wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen gedrescht, eigentlich fast die ganze Folge. Dann fahren wir den schnell zurück, würde ich sagen, und dann könnten wir rein theoretisch ihn lassen wir erstmal aus dem Feld zum Abfahren, mit den anderen werden wir schnell das andere Feld erstmal fertig machen, würde ich sagen, und dann können wir uns darum kümmern, was wir mit den Feld 18 müsste das sein, was wir noch haben, anstellen werden. So, Feld 21 habe ich jetzt, dachte ich mir, einfach nur gemacht. Wir machen mal eine Mission, um zu gucken, wie das neue Missionssystem ist und dass wir das Feld ein bisschen billiger später kriegen, wenn wir es uns kaufen würden. Und da unseren Hof zu erweitern. So, und das erstmal unser Drescher in Bewegung zu setzen. Oh, wir hatten das hier umgefahren. Mann, 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 immer diese Raser. 80% ist ja schon voll. Ja, ich komme. So, liebe Leute. Ey, das ist auch hier schräg alles, ne? Aus dem Weg. Papa kommt. Papa kommt. Dann lassen wir ihn einmal kurz drehen und dann können wir ihn abtanken. So. Wie voll ist er denn? Ah, der dreht jetzt noch einmal. So, mein guter. Senken. Und Attacke. Das letzte Stück, das kannst du auch so. Aber das könnten wir eigentlich gleich mal. Ich weiß nicht, wie weit uns unsere Grenze geht. Könnten wir das eigentlich gleich mal erweitern? Oh, ich muss ein bisschen rüber. Das könnten wir eigentlich mal ein Stück erweitern. Oder beim nächsten Mal. Sollen wir es jetzt schon ein Stückchen erweitern? Nach hier hinten könnten wir. Ah, wartet mal, Leute. Einmal heben. Jetzt müssten wir den ja sogar drehen, den Flug. Moment. Muss ich selber kurz rein. Flug. Helfer. Flug senken. Zuklappen. Flug drehen, B. Genau, auf B war das. Ah ne, dann fangen wir jetzt auf der Seite an. So. Müssen wir selber noch mal kurz gucken. Helfer einstellen. Flug senken. Feld erstellen, zulassen. Z. Senken.
Ach komm Leute, wir vergrößern einfach nochmal gleich unser Feld ein bisschen. Schadet ja nicht. Dann haben wir das auch schon mal gleich ein bisschen vergrößert. Mal gucken, wie weit wir zum Nachbarn hinkommen können. Jeder Meter zählt. Er müsste auch nicht auch voll sein. Dann gucken wir mal schnell. Ja, er ist voll. Den tanken wir nochmal schnell ab. So. Komm, mein Freund. Fährt er weiter oder fährt er nicht weiter? Ich glaube, der Helfer fährt nicht weiter. Ne, er fährt nicht weiter. Dann können wir mit dir weitermachen. Motor starten. Warum geht der Motor automatisch die ganze Zeit eigentlich aus? Verstehe ich nicht. So. Ich glaube, nach hinten machen wir nichts mehr. Wir lassen das Feld so. Wir machen es halt nur vielleicht ein kleines Stückchen breiter, aber länger. Ne, breiter machen wir es länger nicht. Wir machen es nur ein kleines Stückchen breiter, aber nicht länger. Und hier können wir auch so eine kleine Schräge drin lassen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis dahin kommen wir. Das ist sehr schön. Da können wir heben. Dann, wenn ich jetzt drehe, wir drehen ihn gleich mal. Ach so. Ich müsste von der Seite weitermachen. Ne, jetzt macht er das dann so. Jetzt macht er das dann so von der Seite. Oh, der ist so schwerfällig. Na komm, senken wir. Dann machen wir es jetzt einfach so. Ihr seht, Leute, ich flüge echt selten. Man sieht das. Aber gut, ich muss mich auch mit der, muss auch noch mit der neuen Lenkung klarkommen. Aber ein bisschen breiter können wir es machen. Glaube ich, zu unserem anderen Feld, da haben wir gar nicht so viel Platz. Da brauchen wir nichts machen. Aber hier könnten wir. Vielleicht kriegen wir noch eine Spur in einem Asphalt, vielleicht um 2, 3 Meter. Er hat, glaube ich, Breite 2,50 Meter um 7 Meter verlängert. Ertrag gleich ein bisschen erhöht. Finde ich sehr gut. So. Ich glaube, dieses Teil dann braucht Kalk. Ich glaube, wir müssen mal kalken. Aber das sehen wir in der nächsten, wenn wir da weitermachen. Und düngen müssen wir auf jeden Fall auch. Da steht schon die Sämaschine. So. Anheben. Drehen wir mal. Wir müssten noch dann nochmal einen sauberen Abschluss hier machen. Jetzt müssen wir wieder drehen. Senken. Ah, einen sauberen Abschluss müssen wir auch da noch mal hinkriegen. Oben kriegen wir es, glaube ich, hin. Unten müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wie weit wir zur nächsten Grenze kommen. Wie weit wir da ranfahren können. Da bin ich mal sehr gespannt. So. Jetzt sind wir schon, glaube ich, zweimal hoch und zweimal runter gefahren. Ne, das ist das dritte Mal. Also wären es jetzt 7,5 Meter, dass wir es verlängert haben. So. Bei diesen Streifen hätte ich wahrscheinlich eh nie abgemäht. Also was soll's, dann können wir ihn auch gleich wegflügen. So, ich mache mal bis hierhin. Hoch. Aber ich werde jetzt mal schnell zurückfahren, weil hier die Kante wird später ein bisschen schwerer sein. Deswegen fahre ich mal schnell zurück und setze da wieder an. Das geht ja schnell. Der hat der Power, der Fendt. Der macht das eigentlich relativ schnell und gut. So. Und Bremsen. Und rum. So. Und
ein Stückchen hoch. Das müssen wir auch dann noch mal ein bisschen schön hier machen. Senken. Und die nächsten 2,50 Meter für uns. Ich glaube, dann können wir noch vielleicht einmal, aber ich glaube, so nah können wir gar nicht an sein Feld ran. Das müssen wir dann mal sehen. Aber Leute, wir sind fertig für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, Feedback oder vielleicht auch ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge in einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.